Willkommen zurück zu Persona 5 Royal. Wir sind hier in diesem neuen Stadtbezirk. Der war auch sehr interessant. Da ist unser allseits beliebte Makoto-Stalker-Kopf. Oh Mann, es ist fast schon niedlich. Aber gut, wir gehen jetzt hier rein. Nee, da. Wow! Oh, hier, das ist es. Oh Mann, ich werde ein bisschen nervös. Ja, du bist so ein Kind. Versuch bitte uns nicht zu blamieren, ja? Das musst du mir nicht sagen. Okay, wir sehen uns mit der Plan aus. Wollen wir reingehen? Gehen wir. Die Schnellreise ist jetzt für Dart und Billard in Kichiyochi verfügbar. Alright, Bull! That's a new high score! Stier. Nee, immer das Bullseye natürlich. Du scheinst eine Menge zu wissen. The center of the target's called the bullseye. If you land a dart there, it's called the bull. I know because I looked up the rules online last night. Anyway, this game's called 0-1. You win by getting your score all the way down to 0 points before the other player. Oh, so you're not trying to get a high score, but get rid of your score? That's pretty different. We both start with the same score. Then, you lose points based on the number on the board where your dart lands. And you can only win if you get your score down to 0 exactly. You can't even be off by a single point. How's that sound? Pretty sick, right? So you have to be able to calculate your score properly while making sure you hit the right numbers on the board. This game seems like it takes a lot of concentration. One point? Come on. You have to straighten your arm out more and... Hey, Ryuji, what's up? Backseat gaming from Morgana. Ah, I was just reading this flyer. It says, darts is a party when you play in pairs. You team up with someone and alternate throwers when it's your turn. You still use the same rules I told you, though. Hey, what do you say we give it a try? Mit wem? Enttäusch uns nicht. Ja, klingt nach Spaß, okay. Hell yeah! That's what I'm talking about! Let's do this! Wow, a bull right off the bat? Man, talk about an exciting opening! Here goes! Don't underestimate an ex-athlete! Ich bin mir nicht sicher, ob deine Erfahrungen im Athletenbereich, die hier weiterhelfen werden. Schon sehr unterschiedlich, die Anforderungen. Hell yeah, triple 20! Whoa, he hit such a tiny spot. Quite impressive, especially for you, Ryuji. We're almost down to 0 points. Let's really focus for this last round. Ich habe nichts gegen die Existenz von Morgana als Charakter, ne? Das ist ja alles okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Morgana 1000-mal schlimmer als Teddy. Teddy auch mir viel lieber. Na egal. Ja. Was brauchen wir denn jetzt noch? 0 points right on the dot! Oh, ain't we badass? That's no easy feat. You really do have something special going on. Also, wir haben nur als Team mit uns selber gespielt, um den Sieg zu erreichen. Ich dachte, wir hatten vor, als Team gegen ein anderes Team anzutreten. Gut, mein Fehler. Man, this is so fun. When you're on the line, the pressure's insane. But it makes you want to do your best for your partner. Was? Wie cool ist das denn? Alter, what the fuck, das macht mir jetzt schon Sorge. Warum macht mir das instant Sorge? Das ist unheimlich cool, aber das heißt, ich muss irgendwelche speziellen Aktivitäten mit Charakteren machen, damit sowas überhaupt passiert. Oder immer hierher kommen. Das wird wahrscheinlich auch Zeit kosten, aber die hier Übergabedinger zu buffen, ist natürlich krass. Vor allem, weil wir jetzt schon sehen, es gibt mindestens noch einen dritten Stern, oder? Schaden erhöhen beim Übergang mit noch mehr als sonst ist schon mal super, aber auch noch dabei TP zu regenerieren ist super praktisch. Krass.
Ich verstehe Ryuji etwas besser, nachdem ich mich mit ihm zusammengetan habe. Gilt das jetzt nur zwischen ihm und mir oder generell, wenn wir eine Übergabe bekommen? Ich denke, wenn wir eine Übergabe bekommen, ne? Sonst würde es keinen Sinn ergeben. Das hätten sie es deutlich definieren müssen. Übergaberang. Für die Übergabe gibt es Ränge. Je höher der Rang, desto mächtiger die Effekte beim Einsatz von Übergaben. Rang 1 fügt mehr Schaden zu und erhöht die TP-Generation. Rang 2 fügt mehr Schaden zu und erhöht die TP-Generation. Heilt TP nach der Übergabe. Das Rang 1 hatten wir bisher. Und das ist das Neue, ne? Rang 3. Fügt mehr Schaden zu und erhöht die TP-Generation. Heilt noch mehr TP nach einer Übergabe. Stellt SP nach Übergabe wieder her. SP-Regeneration, Leute. Du siehst den Übergaberang eines Gruppenmitgliedes im Wertefenster. Okay, aber das ist dann wirklich vom Charakter, ne? Das heißt also, wenn ich mit meinem Main-Charakter jetzt den Rang erreiche, dann kriege ich das immer, wenn man auf mich Baton passen würde. Egal, wer das macht. Interesting. Based on the looks on your faces, I'm guessing both of you got something out of this game. Even if it is just a game, it can be some kind of training, depending on how you play. Das ist eine gute Betrachtungsweise. Well, I do always have the Phantom Thieves on the brain. Let's keep practicing together here. Oh, let's invite everybody next time. Man, all this just from me asking you to meet me here? This is like, you know, one of those strikes of good luck. A stroke of good luck? Why would it be a strike? Who would protest having good luck? Ooh, what's that? Oh yeah, they have pool here too. Das ist also das Unnatürliche, finde ich, unnatürliches Gespräch, was gerade stattfindet. Oder wir sind hier schon drin, wir sind hier reingekommen. Wir haben uns länger aufgehalten. Wie kann ihm das jetzt erst auffallen? Aber gut. Ich meine, es gibt Leute natürlich, vielleicht ist ja so, die entweder sowas nicht auffällt, keine Ahnung, aber vielleicht die dann gekünstelt zu tun, als ob die das jetzt erst auffällt, um das Gespräch in die Richtung zu lenken. Aber das traue ich ihm nicht zu. Weder im Negativen noch im Positiven gemeint, aber naja, egal. Ich fand es trotzdem ein bisschen weird. This game could be useful too, depending on how we look at it. Yeah, it's already pretty late though. We can come back and play it later. Ah, and don't forget, we got a couple free tickets to play today, but next time you'll have to pay up. But it was super fun, right? Oh, I really want to play again sometime. Well, we should head home for the day. Thanks for hanging out. War ja sinnvoll, ne? Voll die Stadt. Der Stadtteil draußen war echt cool. Hey. Wenn ich mich richtig erinnere, steigst du in Shibuya um, richtig? Ich habe Kunden gehört, die es dort richtig gefährlich finden. Sieh zu, dass du kein Ziel wirst, okay? Wow, es ist also so unsicher geworden, hm? Du solltest am Abend trotzdem in Kichijoshi vorbeischauen, meinst du nicht? Keine Sorge, Rin. Wenn es hart auf hart kommt, bin ich für dich da. Außerdem riecht es in der Straße fertig gut. Da muss man Nachforschung einstellen, hehe. Oh, stimmt. Krasserweise wäre heute sogar Sonntag. Wenn wir nochmal hinfahren würden, könnten wir diesen komischen Fried-Stand da ausprobieren. Hab mir ein paar Informationen aufgeschnappt, die für dich interessant sein könnten. Offenbar gibt es einen alten Mann, der in Kichijoshi Probleme macht. Wenn man nur eine falsche Bewegung macht oder falsch das, was er gesagt hat, wird er sofort angreiflich. Und dann behauptet er, man hätte ihn geschlagen, damit er keinen Schmerzensgeld verklagen, damit er einen auf Schmerzensgeld verklagen kann. Ein Trickbetrüger also. Und ein ziemlich schlagfertiger dazu. Einfach unfassbar. Sehe ich auch so. Wir könnten diesen Typen nicht einfach freien Lauf lassen. Zu wissen, dass sein alter Unruhestifter ist, reicht leider nicht, um seinen Namen herauszufinden. Was ich aber weiß, ist, dass er sich oft in der Harmony Alley in Kichijoshi herumtreibt. Klingt, als würde der alte Knacker echt Probleme machen. Aber wenn wir seinen Namen nicht kennen, können wir ihn auch keinen Sinn verpassen. Okay, unsere nächste Anlaufstelle wird dann wohl die Harmony Alley in Kichijoshi. Mein Gott, was denn noch alles? Hilfe bei der Rede. Ich brauche wieder eine Hilfe bei einer Rede. Ich habe mehr Mut, wenn du in der Nähe bist. Wie sieht dein Terminplan für heute aus? Ich weiß, wir würden steigen. Das ist alles sehr interessant, aber... Wow, so viele Möglichkeiten am Abend zu haben, ist schon echt fast schon überfordernd. Wir schauen mal ganz kurz, wie es der Pflanze geht.
Die ist immer noch topfit, leider. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in den Stadtbezirk, oder? In den neuen. Weil da können wir jetzt vielleicht direkt mal gucken, was das Essen da bringt. Klar, ich würde auch... Natürlich, normalerweise bevorzuge ich immer Arcanas. Aber ich würde gerne wissen, was das Essen da bringt. Und da wir da sowieso hin müssen für diese nächste Nebenquest, macht das für mich irgendwie einfach verdammt viel Sinn. Ja. Piep. Ach, guck mal, hier sogar ein Velvet Room. Wir haben ein noch unbekanntes Ziel, ja? Sammeln wir in der Harmony Alley Infos für den alten Mann. Ja, Infos müssen wir auch noch sammeln, das ist richtig. Warte mal, ich laufe mal kurz am Raum vorbei. Ich werde nicht irgendwie automatisch angequatscht. Nee, dann ist ja gut. Okay, dann ist die Frage ist jetzt immer noch, kann ich hier einfach was kriegen oder wird dort eine Zeit vergehen dadurch? Hallo, hier ist dein üppiges Katsu. Ist auch das letzte. Okay, ist das letzte. Stellt bei allen Verbündeten 30 SP wieder her. Also es ist einfach nur ein relativ gutes SP-Heilungs-Item, was man hier kaufen kann. Das kostet keine Zeit oder so. Dann haben wir vielleicht nachher noch mal Zeit für... Focus. Für einen Vertrauten. Gut, ich dachte erst kurz, das würde Zeit kosten, aber tut's wohl nicht. Hm? Erstmal ein bisschen lauschen. Alle reden über Madarame, kaum verwunderlich, da es so bekannt ist. Dieses Schwein heuchelt nur Vorgeschmack zu haben. Er verdient es nicht, Künstler genannt zu werden. Wir alle uns so, als wäre wir Kenner. Das ist okay, das ist nicht mein Fehler. Wir alle uns so, als wären wir Kenner und Experten. Wir alle tun so, wahrscheinlich soll da stehen. Wir alle tun so, als wären wir Kenner und Experten, doch am Ende sind wir alle menschlich. So oder so kann ich verstehen, dass eine Person irgendwann nur noch ans Geld denkt. Das sind nicht immer meine Fehler. Ich sag's nochmal. Was? Nicht zu fassen. Geld ist doch nicht alles, was zählt. Hm? Okay, das hat mir jetzt überhaupt nicht geholfen. Hm? Ich will so stark sein wie Featherman. Ich habe einen Wunsch. Importierte Proteine. Aber du kannst auch stark werden, wenn du das Essen isst, das deine Mutter kocht, weißt du? Aber Mamas Essen macht mich nicht zum Featherman. Ich will sein wie Featherman. Okay. Hier, das müssen wir lauschen anscheinend. Sake-Reporter. Der alte Mann war noch nicht hier. Kein Wunder, dass ich in Frieden trinke, ja. Ich rede nicht gern schlecht über meine Kunden, aber er macht einfach zu viel Ärger. Ein alter Mann, der Ärger macht? Hey, reden die vielleicht über den alten Mann, der in Kichijoji Probleme macht? Hey, dieser Ort ist nichts für junge Leute wie dich. Suchst du etwas in der Gegend? Der alte Unruhestifter. Oh Mann, also sogar Kids wie du kennen ihn. Der alte Mann ist völlig außer Kontrolle. Er klaut anderen Leuten die Getränke, fängt Streit an und wenn er Ärger bekommt, dann macht er Radau und versucht Geld zu schnorren. Was gruselig ist, je mehr Ärger er macht, desto breiter wird sein Grinsen. Hast du einen Namen? Ach ja, der alte Mann plärt dauernd seinen Namen. Heiji Ono, nicht wahr? Ja, so heißt er. Okay. Gut, wir haben den Namen des Ziels, das war leichter als gedacht. Aber weißt du, ich kann nicht wirklich über ihn urteilen. Er ist so alt wie mein Vater. Wenn er an Regentagen drüber stöhnt, wie sehr seine Gelenke schmerzen, tut er mir einfach leid. Wäre schön, wenn er nicht hier rumhängt, sondern stattdessen im Warmen bei seiner Familie liebe. Du klingst sehr mitfühlend, aber ich weiß, dass du ihn eigentlich für einen echten Nervensieger hältst. Ja, das streite ich nicht ab. Wenn es regnet, tut ihm die Gelenke weh, der arme Kerl. Ich denke, wir haben alle Infos, die wir brauchen. Sollen wir im Versteck darüber sprechen? Das ist seltsam, dass das extra dazu gesagt wird, ne? Dann hast du dein Ziel und musst sicher gehen, dass du auch alle an Bord sind. Okay. Irgendwie ist es irgendwie eine extra Information, die mich gerade ein bisschen verwundert und verwirrt. Aber wir haben alle Informationen, es ist keine Zeit vergangen. Was echt nice ist. Das heißt, ich kann doch noch zum Politiker gehen. Cool. Ich dachte erst, ich würde Zeit verbrauchen, aber tun wir gar nicht. Umso besser. Ich mag das Piepen nicht von dem Ticket-Ding, ehrlich gesagt. Bin ich kein Fan von. Erinnert mich an Piepen von Geräten, die nicht richtig funktionieren. So, da bin ich. Oh, ich sollte vielleicht auch noch mal gucken,
ob es neue Ausrüstung im Laden gibt, ne? Zumindest Waffen kaufe ich ja sehr gerne da. Weil Waffen finden wir in den Dungeons meist nicht viele. Bisher haben wir, glaube ich, immer nur eine Waffe für jeden Charakter gefunden. Relativ kurz, nachdem man dazugekommen ist. Außer bei Morgana, da war es ein bisschen anders. Aber ich glaube, Waffen zu kaufen macht immer Sinn, während man Rüstung ganz gut selber farmen kann. Das ist mein Eindruck bisher. Wenn man die Wäsche benutzt, wohlgemerkt. Viele von euch leiden unter dieser hässlichen Welt voller Ungleichheit. Ich bin das Sprachrohr eures Zorns und eurer Kritik. Ich, Toranosuke Yoshida, werde eure Sorgen eines Tages im Parlament zur Sprache bringen. Good evening. Oh, Quasakun. Wie läuft es in der Schule? Ich hatte gleich eine Rede. Würdest du mir dabei helfen? Wenn du dabei bist, bin ich selbstbewusster. Ja, wir können steigen. Wir haben Susaku dabei. Klar. Let's say we head on over. Gut, dann fangen wir an. Everyone. Freien Willen zu besitzen heißt nicht, dass man immer nur tun kann, was man will. Wenn man nur nach Gewinn und Verlust entscheidet, ist man eine herzlose Maschine. Es interessiert sich so wenige Leute für ihre Mitmenschen, weil kaum jemand die Energie dafür hat. Wir Politiker haben unser Ziel verfehlt, die Gesellschaft zu verändern. Wir brauchen Hilfe. Der Ansatz funktioniert nicht. Man muss die Wähler mehr packen. Du wirst das Herz und den Verstand der Leute verlieren. Was ich sagen möchte ist... What? Abgeordneter Matsushita? Wir haben uns schon lange nicht mehr unterhalten. Ich wollte sehen, wie es dir geht. Oh, arbeitet jetzt ein Oberschüler für dich? Wie die Zeiten sich doch ändern. Hast du schon einmal von der Kuramato-Kindern gehört? Davon hat Yoshida mir erzählt, ja? Das ist fast 20 Jahre her. Ich bin beeindruckt, dass du dich so sehr für Politik interessierst. Ich war auch Mitglied bei den Kuramoto-Kindern, mein Gott. Yoshida und ich sind im selben Jahr eingetreten. Ich habe einen tollen Berufswechsel hingelegt, vom Profiringer zum Abgeordneten. Ich wurde problemlos gewählt, aber ich hatte keine Ahnung, was ich mache. Beim ersten Mal hatten die Leute mich wegen meines Namens gewählt. Ich wurde nicht wiedergewählt. Das galt für uns beide. No. Aber du hast ein tolles Comeback hingelegt. Du bist wirklich eine Inspiration. Genau wie du, alter Freund. Keiner betreibt so fleißig Wahlkampf wie du. Es ist kein falsches Lob nötig, um den Jungen hier zu beeindrucken. Yoshida kennt sich bestens in der Politik aus. Er ist sicher ein erstklassiger Lehrer. Aber wenn du ins Parlament gewählt werden willst, tu lieber nur, was er sagt, nicht was er macht. Hm? Und was mag das bedeuten? Ich nehme an, er weiß das nicht. Glaubst du wirklich, du kannst die Wahl gewinnen, wenn du ehrlich bist und gute Argumente bringst? Du musst dir Stimmen sichern, sonst bleibst du für immer und ewig. Tu nicht gut, Tora. What? Ohne Ehrlichkeit und gute Argumente kann es keine politische Gerechtigkeit geben. Ja, es ist eine Weile her, dass ich eine deiner bombastischen Reden gehört habe. Quasakun, nicht wahr? Sag, was genau hat dich an Yoshida fasziniert? Seine Botschaft. Quasakun. Für einen jungen Menschen sprichst du die Dinge sehr direkt an. Du hattest einen guten Lehrer. You're right. Ich habe vor, ihm alles beizubringen, was ich weiß. Das ist unsere Abmachung. Meine Bindung zu Yoshida vertieft sich. Spendensammlung. Damit kannst du bei Verhandlungen große Beträge fordern. Okay. Alright. Bisher frage ich nicht wirklich nach Geld. Aber vielleicht tue ich das irgendwann mal. Who knows? Übrigens, wie steht es zwischen dir und dem alten Kudamoto? Yes. Wir reden immer noch nicht miteinander. Ich würde gerne deine Meinung zu etwas hören. Ich melde mich also bald bei dir. Gut. Oh, da fällt mir ein. Du misstraust mir vielleicht immer noch wegen den verschwundenen Parteigeldern. Aber ich war es nicht, der mit dem Finger auf dich gezeigt hat. Mehr sage ich nicht. Warum musste er das erwähnen? Ach, bitte entschuldige. Das war für heute alles. Well then, I'll see you again. Wir hatten nur einmal Noten bekommen, aber wir hatten nicht so viele Optionen, also hoffe ich, das war okay. Vielleicht kommt noch ein Telefonat von ihm? Ja, immerhin. Hallo, danke nochmal für deine Hilfe heute. Was für ein Chaos. Kommt mir so vor, als würde mich meine Fehler aus der Vergangenheit immer einholen. Manche kämpfen sich wieder nach oben, so wie Matsushita, aber viele leiden unter der Schublade, in der sie stecken. Selbst nach 20 Jahren bin ich noch immer einfach nur tu nicht gut Tora. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich habe vieles verloren, das stimmt, aber ich habe auf dem Weg auch eine Menge gelernt. Und irgendwann wurde meine Sturheit zu purer Überzeugung. Und das ist das einzig Positive an mir.
Deswegen, ich möchte, dass du deine Erfahrung nutzt und zu deiner eigenen Überzeugung kommst. Werde ich. Ja, du bist schließlich noch jung. Du hast noch viel zu lernen. Du musst noch wachsen. Am Ende habe ich noch länger gesprochen, als ich erwartet hatte. Naja, bis zum nächsten Mal. Hätte wahrscheinlich das Untere hören wollen, um ihn nochmal unterstützen zu können. Aber gut, dann ist es also. Vielleicht verstehe ich mich mit ihm einfach nicht so gut. Das ist auch in Ordnung. Nicht auf derselben Wellenlänge. 16% haben wir mittlerweile. Hui. Das ist ein Anstieg. Hast du die Nachrichten gesehen? Es geht um die Parakarte der Phantomdio, oder? Ich fand, sie war echt gut geschrieben. Haben sie wirklich anderen Leuten ihre Herzen gestohlen? Ich kann nicht glauben, dass die Phantomen, die mir wirklich existieren. Es ist so ekelhaft schwül. Na, wir haben auch unsere Jacke jetzt ausgezogen. Und jetzt die Bahnnachrichten. Die heutigen Schlagzeilen. Hotspots in Tokio. Das Penguin Sniper in Kichijoshi hat jetzt geöffnet. Was ist das Penguin Sniper? Ein Zoo? Eine Tierhandlung? Nein, eine trendige Darts- und Billard-Lounge. Das ist doch gar nicht so weit hergeholt, oder? Und vor allem fällt es beunruhigend, wenn eine Zoo Penguin Sniper heißen würde. Okay, also bitte. Ob alleine oder in Gruppe, du entscheidest, wie du spielst. Oh! Und diese eine Lounge, nächstes Mal will ich auch eine Runde Darts spielen. Es gibt noch viele andere Läden in Kichijoji. Wir sollten uns mal Zeit nehmen und uns umschauen. Ja, wir konnten nicht alles vertreten beim ersten Mal vor den Tempeln, nicht, ne? Das stimmt schon. Das stimmt schon. Vielleicht irgendwann mal Gelegenheit dazu. Morning! Na, Ryuji? Die Reaktion auf meiner Rames-Pressekonferenz waren gewaltig. Alle reden von der Prangerkarte. Heute checken mich die Mädels ab. Die spüren bestimmt mein überbordendes Phantomdieb-Charisma. Ihr wisst ja nicht, dass du der Phantomdieb bist, mein Freund. Mann, kann ich etwa endlich landen bei allen den coolen oh nein. Was ist denn los? For real? Was ist los? Meine Uniform, Mann, das ist los. Hab heute wohl wieder die Sommeruniform angetragen. Ab heute sollen wir doch die Sommeruniform tragen. Dachte ich doch, dass ich angestarrt werde. Ach, verdammt. Ach, deswegen wurdest du angestarrt. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, okay. Ich muss nach Hause und mich umziehen. Geh du schon vor. Dann komme ich zu spät. Du meine Güte, du bist so blass. Kurze Ärmel sind nichts für dich. Halt die Klappe, Mann. Hey, hast du das erst gehört? Dieser berühmte Künstler hat wegen all den Kunstwerken, die er gestohlen hat, geheult. Das gleiche ist doch auch mit Kamoshida passiert, oder? Sie haben beide seltsame Prangerkarten bekommen. Da steckt sicher die gleiche Person dahinter. In den Nachrichten hieß es, dass die Gruppe Traumwandler hinter den Karten steckt. Ich frage mich, wie sie ein Geständnis erzwingen. Sie können nicht wirklich Herzen stehlen. Vielleicht Erpressung? Ah, geschafft. So ein Sprint. Am Morgen ist echt übel. Willst du mich verarschen, Ryuji? Du hast nichts verändert. Außer die Jacke ausgezogen und ein anderes Shirt angezogen. Du hättest doch das alte Shirt anbehalten können, die Jacke ausziehen können, wenn du aus irgendwelchen Gründen das Oberteil nicht tragen möchtest. Weil die Hose hattest du eben schon an. Ja, das war definitiv eine persönliche Bestzeit und zwar nicht zu knapp. Was? Ich meine, er trägt immer nur sein T-Shirt. Er hat nur ein anderes angezogen. Okay, ja, aber das ist ja trotzdem keine Uniform. How are things going in regard to that matter we spoke of earlier? Egal. I have nothing to report yet. Nothing at all? How many students are there who could provoke a teacher? I've already narrowed it down. I just can't get any solid evidence. You knew, didn't you, about Mr. Kamoshida sexually harassing students? Sir! What will come of you asking that? This investigation is for a just cause, correct? I believe I understand how flustered this must be making you. I'm sure it was truly shocking for you as student council president to see a peer attempt suicide. Yes. We must provide a school environment where all students can feel at ease. That is the most pressing issue we have to tackle at the moment.
So that's your reason behind this investigation on the Phantom Thieves of Hearts? We don't even know if they truly exist. Why are you... You heard about the incident with that Madarame fellow, I assume? They said there was a similar calling card to the one used in Mr. Komishita's case. I wish to believe that this is unrelated to our students. Yes. That is where I stand. I suggest you devote your energy to the task at hand, not unnecessary questions. Did you see Madarame's press conference? You mean that guy who was all like, how could I possibly apologize for what I've done? Ich meine, er ist sogar die Tafel gemalt worden da hinten, also. Think it was really those Phantom Thieves? You know, the whole stealing your heart thing? That? There's no way. But then again, it seems too convenient for it all to just be coincidence. Yeah! How's it going? Have you found our next big target? I just started looking yesterday. No way I'm gonna find one that quick. Oh yeah, I guess that's true. By the way, I decided on the TV station. What about you two? Huh? Oh crap, the social studies trip. Oh, I just want a digit. Was soll ich denn sagen? Ich höre gerade zum ersten Mal davon. You'd better go to your school activities. Didn't I tell you not to draw attention to yourselves? Wouldn't me suddenly turning into a good student stand out more? Quit bickering and go. Then let's all choose the TV station. I heard we're gonna get to watch them tape a show. Maybe there'll be actresses there. Oh well. Not like I got anything better to do than waiting for info to come in online. Plus, Morgana's right. Showing up will keep the teachers from getting all suspicious of me. Ja, jetzt möchtest du doch dahin, ne? Alright, I'm gonna head back. TV, huh? Maybe I should get a haircut. That guy is such an idiot. I hope nothing happens. Morgana, du? Glashaus, ne? Und Steine werfen. Ich erinnere dich an den Dungeon, den großen goldenen Vasenkram da. Ja? Gutes Gefühl, dass alle über uns reden, oder? Naja, das hatte ich auch schon, als ich in die Schule gekommen bin hier, oder? Das ist auch nicht mehr gut. Madarame ist in meiner Schule das einzige Gesprächsthema. Und weil ich sein Schüler bin, ignorieren mich die anderen jetzt alle. Echt jetzt? Das ist doch scheiße. Kommst du damit klar? Kein Grund zur Sorge. Sie haben mich sowieso schon immer anders behandelt. Ich bin das gewohnt. Okay. Viel wichtiger, haben wir schon eine Idee für eine neue Mission? Soll das ein Witz sein? Wir finden doch so schnell kein neues Ziel. Auch nach Mentos. Super Idee. Ich halte mir die Zeit frei. Sag Bescheid, wenn etwas zu tun ist. Hey, are you listening? Oh nein, jetzt gibt's wieder eine Kreide an den Kopf, oder? Hey Quasar, du, pass auf, hörst du so zu, wenn jemand mit dir spricht? Ich spüre mörderische Absichten. Au. Oh, das tat sicher weh. Er hat ihn direkt an der Stirn getroffen. Ja, ja. Pay attention! Das ist die Strafe für Tagträumern. Die Kinder haben heute keinen Respekt vor Erwachsenen. Gütiger Himmel, du brauchst wohl mehr können. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Ah, Senpai. What a pleasant surprise. It's really pouring down, isn't it? Ja, kein Grund zu gucken, ist doch schön, oder nicht? I thought something like this would happen. So I snuck a collapsible umbrella into your bag. Ein rücksichtsvolles Kätzchen. Of course. This isn't something any ordinary cat would do. Schön, dass du deine Rolle als Katze mittlerweile akzeptiert hast, Morgana. Just in case you've forgotten again, I'm a human, not a cat. Du hast es gerade selbst zugegeben.
See you around. Kann ich Ihnen den Schirm einfach geben? Mich stört der Regen nicht, wenn sie einen haben möchte. Aber wirst du nicht nass? Actually, I forgot my umbrella. But it's fine. I'll barely get wet if I run to the station. Du wirst im Grunde genauso nass, wenn du so hinrennst oder hinläufst, ist im Grunde egal. If anything, it'll make for good training. Wollen wir zusammen gehen? Huh? But how are... Oh, are you offering to share your umbrella? Mindestens das, ja. That'd be wonderful. Thank you so much. Thanks again for letting me join you. To be honest, prelims are coming up soon, so I didn't want to take any chances of getting sick. Fürs Turnen? Yeah, that's right. Two huge competitions are coming up. One at the beginning of summer, and one near the end. If I'm going to participate in the prelims, I have to be selected as my club's representative. And there's a qualifier meet to determine who that rep will be. It's my dream to compete in gymnastics on the global level. So, I plan on maintaining a strict training regimen with my coach. Du gibst dich echt hin. It's nothing extraordinary. But it's for my dream. So I'm willing to put in every bit of effort that I have. Oh, we're already at the station. I'll be fine from here out. I can't thank you enough for today. I swear, I'll return the favor some... Hey, isn't that Yoshizawa? You mean the honors gymnast? She gets the VIP treatment at school, and a boyfriend to escort her around? Ja, übrigens habe ich das mittlerweile auch verstanden, dass sie die Stipendiantin ist, ne? Das habe ich, glaube ich, eher mal falsch eingeschätzt. Miss Special Snowflake sure is living on Easy Street. Madame Extrawurst. Das ist schon witzig, wenn die Übersetzung für Special Snowflake Extrawurst ist. Wundervoll. I'm sorry. You shouldn't have to deal with a misunderstanding like that. Mach deswegen keinen Kopf. Yeah, you're right. The same thing happens in class, too. People are often wary of me because I'm an honor student. The school's expecting me to attain strong results in the upcoming competitions, too. They even told me I didn't have to participate in the cleanup event. But I just don't like getting special treatment. Oh, excuse me. My father's calling. Hello, Dad? What was that? Sorry, my phone's been acting up lately. Sie erwähnt das mit dem Handy schon wieder, ne? Das hat sie schon mal erwähnt. It's okay. Thanks. Mhm. I'll see you later. Sorry about that. He asked if I needed a ride since it's raining. Na, immerhin. A bit overprotective, don't you think? Nett von ihm. Nee, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Du musst ihm sehr wichtig sein. Yes, I definitely agree. Well, I have to get to practice, so it's time for me to go. Thanks so much for today. Excuse me. Seems pretty rough. Und dieser war es anscheinend auch sehr schwer. Aber egal, nasses Fell ist echt nervig. Bitte halt mich unter dem Regenschirm, ja? Hey, ich habe tolle Infos. So, alles gut, ich musste nur ganz kurz husten. Ich weiß, dass kurze Turmeck war, aber naja. Ich habe einen tollen Infos. Diesmal geht es um Mobbing durch eine Kosei-Schülerin, die alle die Königin nennen. Sie kommandiert einen männlichen Schüler herum, der sich M nennt. Ein bisschen wie das M in SM.
Wow. Okay. Er hat's gut, nein. Steht das M für Mishima? Das sag ich. Das ist ein Geheimnis. Jedenfalls sind hier die Details. Das Mädchen, das sich wie eine Königin aufführt, ist Hikari Shimizu. Ob es wahrscheinlicher ist, dass ein Mädchen sich so verhält, wenn ihr Nachname mit S beginnt? Jedenfalls habe ich die Warnung schon gepostet. Ihr könnt euch also jederzeit darum kümmern. Hoffentlich endet ihr das nicht auch als, M's. Hey, hey! Das sollte das Gerede von S und M. Das sind doch Kleidergrößen, oder wann nicht? Nee, nee. Auch, aber darum ging es jetzt gerade nicht. Jedenfalls scheint es ein gutes Ziel zu sein. Reden wir mit dem armen Versteck darüber. Nice, jetzt haben wir sogar noch eine Anfrage. Wieso muss ich jetzt wegfahren? Nee, ne? Gut, weil Mentos würde sich jetzt echt anbieten. Es ist ein perfekter Moment gerade, reinzugehen. Also wirklich. Oh. Warte mal. Ist das Dings, der da unten steht? Das wäre mir wichtiger, tatsächlich. Ja. Nee, keine Mentos. Ich mache auf jeden Fall noch einen Mentos, so nicht. Aber ich habe gerade eine Chance, mit ihm abzuhängen. Und das ist wichtiger. Können wir steigen? Do you like the rain? Es ist halt direkt, denn das Wetter steckt mir bestimmt auf die Laune. Oh, hast du heute vielleicht Zeit? Kann ich mal mit dir reden? Ich habe was zu knabbern. Kann noch nicht vertiefen. Das heißt, ich muss erst recht mit ihm abhängen, ehrlich gesagt. Aber warte mal eben kurz. I see. Habe ich irgendwas, was ich ihm schenken könnte? Auch wenn es jetzt nicht unbedingt super passend krass ist, aber irgendetwas. Warte mal. Hier. Er ist Naschkatze vielleicht, weil er immer Snacks verteilt. Das könnte doch sein. Komm. Ich muss mit ihm pushen, weil er so selten verfügbar ist. Mentos können wir immer noch machen. Hätte ich jetzt echt gerne heute gemacht. Ich befürchte, dass morgen irgendwelche Story-Sachen sind, da kann ich es wieder nicht machen. Ich weiß. Aber Maruki ist irgendwie nur ein- oder zweimal in der Woche verfügbar. Das ist mir echt wichtiger. Das ist mir echt viel wichtiger. Okay. Ihm helfen. It's open. Ist das Krankenzimmer okay? Geh schon rein. Also entweder wir steigen jetzt sowieso mit, nach diesen Punkten. Und dann müssen wir wahrscheinlich keine Geschenke vergeben. Das ist ja meine Vermutung, die ich momentan habe. Maruki ist ziemlich ernst. Er scheint, es wird bald etwas verstehen. Okay, es waren drei Noten, das wird reichen. Ja, okay. Das heißt, wir können jetzt nicht schenken. Ich schätze, es ist wirklich so, ne? Ich schätze fast immer mehr, dass man nur dann was schenken kann, wenn man selbst mit einem normalen Abhänger nicht steigen würde. Damit man nicht nochmal mit ihm abhängen muss. Also unnötigerweise. Das klingt ein bisschen blöd, aber du weißt, was ich meine. Ne? Gut, das ist wenigstens vorbereitet für Freitag dann, wenn er wieder Zeit für uns hat. Das ist mir wichtiger. Mementos können wir immer noch zu später machen, das ist egal. Abgesehen davon war ein Regentag. Das heißt, die Gegner wären Mementos irgendwie aggressiver gewesen und schlimmer gewesen. Da hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Ha, siehst du, das ist auch ein Grund. Du hast nichts von der Präsidentin der Schülerrats gehört, oder? Frau Musterschülerin muss damit beschäftigt sein, in irgendwelche Hintern zu kriechen. Aber nicht so fies zu. Aber gut, die wissen ja nicht, was abgeht. Wir wissen mehr als Spieler. Das ist das Problem, glaube ich, ne? Das kann man auch netter sagen. Worum geht es hier? Eine Präsidentin des Schülerrats? Die an unserer Schule beobachtet uns schon länger. Ich denke, sie hält uns für verdächtig. Bist du sicher, dass das nicht das Ergebnis von Ryujis generellem Fehlverhalten ist? Oh, what the fuck? Das war fies. Halt die Klappe. Aber um ehrlich zu sein, ihr drei stecht schon ganz schön aus der Masse hervor. Ihr seid auf jeden Fall vorsichtig. Ich kann in der Schule nicht auf euch aufpassen, wisst ihr? Diese Verantwortung ruht auf deinen breiten Schultern, Rin. Ja, klar. Ich werde auch ein Auge auf Ryuji werfen. Warum kriege ich eine Sonderbehandlung? The others kinda overshadow you sometimes, but don't forget, you're famous too. Just make sure you're careful, okay? Hey, inmate! Okay, Häftling, wir müssen mit dir reden, sonst komm sofort her. Caroline, das ist keine ausreichende Erklärung. Häftling, komm zum Eingang des Velvet Rooms, bevor wir unsere Meinung ändern. Diese Tür können nur wir in eurer Welt sehen. Ihr geht besser nicht zur falschen Stelle. Dann. Wir warten auf dich, beeil dich und sei enthusiastisch. Okay. Hey, mit wem hast du geredet? Das war ein ganz schönes Geschrei. Wenn jemand dich braucht, solltest du dich besser auf den Weg machen. Interessant, dass du die Stimmen hören kannst. Ja, dann gehen wir da wohl hin, wenn die so dringend mit uns reden wollen. Ich hätte wirklich gerne Mentos heute gemacht, aber das
Mich würde das jetzt nicht stören, wenn ich mir nicht schon denken könnte, dass wir jetzt tagelang wieder keine Gelegenheit haben werden, ne? Ja, aber erst, ich habe gesagt, ihn bevorzuge ich, wenn ich die Chance dazu sehe. Ihr seid beide draußen, ja. Du bist also gekommen, Häftling. Du bist spät dann. Sei nächstes Mal innerhalb von 2 Sekunden nach unserem Anruf da. Das geht nicht. Wir haben eigentlich ein paar neue Aufgaben für dich vorbereitet. Nennen wir sie Spezialaufträge. In der Gesellschaft und der Realität gibt es mehrere Orte, die für deine Rehabilitierung geförderlich sind. Du wirst den Wert dieser Orte unter Beweis stellen, persönlich. Listen up, Inmate. Wir werden mehrere Orte auswählen, die für deine Rehabilitierung von größter Bedeutung sein könnten. Ja, gib mir noch mehr Sachen, die ich machen kann und für die ich keine Zeit habe. Solltest du einen dieser Orte kennen, dann bring uns dorthin. Du willst dich umsehen? Sind deine Ohren nur zur Verzierung da? Das sind Spezialaufträge für deine Rehabilitierung. Nimm sie so ernst wie deine anderen Pflichten. Wir warten dann vor der Tür auf dich, wenn ein Spezialauftrag verfügbar ist. Hm. Erfüllst du unsere Erwartungen, darfst du mit einer Art von Belohnung rechnen, also streng dich an. Du solltest im Hinterkopf behalten, dass die Spezialaufträge nicht für immer verfügbar sein werden. So ausgedrückt, dass du es auch verstehst. Du hast bis zum Jahresende, um sie abzuschließen. Um dir die Aufträge überhaupt erst zu verdienen, musst du wieder weiter in der Rehabilitierung arbeiten. Wir lehnen uns für dich schon sehr weit aus dem Fenster, also verdrehe hier bloß nicht die Tatsachen. Ausflüge mit den Zwillingen. Du kannst mit den Zwillingen jetzt Ausflüge machen. Wenn das möglich ist, warten sie vor dem Velvet Room of Reen. Um mit ihnen zu diesem Ort zu gehen, musst du die verschiedenen Einrichtungen der Stadt ansehen. Bei Ausflügen mit den Zwillingen vergeht Zeit. Aber das wird ja die Arcana nicht erhöhen von denen. Hm. Was bringt mir das also? Ist die Belohnung es wert? Damit wäre eine unsere Erklärung zu Ende. Bist du bereit für den ersten Spezialauftrag? Ich mach mal den ersten, damit wir wissen, was es genau ist und was es bringt. Okay? Ich bin bereit. Very well. Dann hör mal gut zu. Der Ort, den wir als erstes ausgewählt haben, ist in letzter Zeit beliebter geworden. Das Essen dort soll angeblich wie im Weltraum sein. Ach, der Burgerladen. Wow, das ist unglaublich viel Essen, denn es ähnelt sogar einem Raumschiff. Ein Gericht, das die Lehre des unbekannten Alls vermittelt, muss das Herz stärken. Kommt dir bei der Beschreibung ein Ort in den Sinn? Ja. Also, wenn du weißt, wo er ist, dann bring uns unverzüglich hin. Das ist nicht so schwierig. Könnte das Big Bang Burger in Shibuya sein. Den Tipp hätte ich geben brauchen, aber also diese Antwort, das hätte ich auch selbst rausgefunden, aber okay. Also, was ist es? Du meinst das Big Bang Burger? Oh. Big Bang Burger? Nun, ich schätze, der Name passt. Guide me, Inmate. Wir werden unsere Informationen bestätigen. Geh vorweg. Ja, okay. Ich hoffe, es bringt jetzt gewaltige Stats oder so noch. Es ist tatsächlich wie ein Raumschiff geformt, doch es ist viel kleiner als erwartet. Dieses Gericht soll so immens wie der Kosmos sein? Oh, ist das enttäuschend. Ach, die falsche Allgemeine, ne? Egal. Hey, Häftling, du wartest doch wohl keine Belohnung dafür, oder? Das ist die Big Bang-Herausforderung. Die Menschheit will also ihr eigenes Universum erschaffen? You've got guts. Genug jetzt mit den dummen Sprüchen. Werd nicht frech, Häftling. Oh, so groß können die also sein? Die Big Bang-Herausforderung, was für ein spannendes Konzept. Um deiner Rehabilitierung willen, musst du diese Herausforderung annehmen. Natürlich nimmst du den größten, den sie dir anbieten. Irgendwelche Einwände, Häftling? Mein Rang ist nicht hoch genug. Ah ja, ich habe gehört, dass man sich für die Herausforderung durch mehrere Stufen kämpfen muss. Quit spacing out. Mir egal, du nimmst die Herausforderung an. Rutsch auf die Knie und bettle, wenn es sein muss. The fuck. Dann kann ich es auch probieren. Oh! Ja, das ist nicht gesund. Das kriegst du nicht rein. Danke fürs Warten. Don't tell me. Ihr macht das wirklich? Nicht nur das, sondern du bist auch unser 10.000. Kunde. Du darfst dich an den höchsten Stufe unserer Big Bang-Herausforderung wagen, den Cosmic Tower Burger. Juhu! Wow, Glück für dich. Okay, hier kommt die halbstündige Big Bang-Herausforderung. Auf die Plätze, fertig, fang an. Der letzte Burger war vollkommen belanglos. Er ist größer als der gesamte Magen des Häftlings. Womöglich besagt der Name, dass jeder Gast einen eigenen kulinarischen Urknall erlebt? Wahrscheinlich ein Herzknall. Ich werde bestimmt platzen. Möchtest du es versuchen? Das ist deine Rehabilitierung, nicht unsere. That's right. Wir beobachten dich lediglich, vergiss das bloß nicht. Diese Herausforderung dürfte ziemlich schwierig werden.
So oder so musst du den gesamten Turm aufessen. Den Teller nicht zu leeren ist eine Schande. Okay. Meinst du, es ist eine gute Idee, noch mehr Verbrechen zu begehen? Rehabilitiere dich, lieber Häftling. Okay. Oh Gott, wie kann das Ding so hochheben? Kein schlechter Start. Aber du hast gerade erst angefangen. Ich bin jetzt schon satt. What the fuck, ey. Du hörst auf. Listen up. Wer hat was von aufhören gesagt? Keine Pausen, weiter kauen. Mein Magen wird noch platzen. Er scheint wirklich am Ende zu sein. Vielleicht schwebt er durch die Leere des Alls. Hey, ist es wirklich in Ordnung? Er kippt nicht gleich aus den Latschen, oder? Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich glaube, er wird gleich ohnmächtig. I suppose. Das ist wirklich zu viel für ihn. Na gut, lass uns reinspringen. Hey. Du bist hoffnungslos, Häftling. Sei froh, dass wir dich da rausholen. Puh, wir haben es geschafft. Du musst dich echt gut geschlagen, muss ich sagen. Du hättest fast versagt, aber wir verbuchen es trotzdem als Erfolg, weil du dich geplatzt bist. Toll. Diese Örtlichkeit enttäuscht mich jedoch. Besonders die Verwendung des Namen Big Bang Burger. Die Burger sind von beeindruckender Größe, doch im Vergleich zum Urknall viel zu klein. Haben Menschen irgendwie den angeborenen Drang, bei der Größe von Dingen zu übertreiben? Wow. Gute Frage. Nach dieser Herausforderung stellen sich mir einige davon. Du hast die Herausforderung für deine Rehabilitierung angenommen, aber wer bei klarem Verstand würde so viel essen? Mir mangelt es wohl an Verständnis der Menschheit. Häftling, warum testet ihr eure Grenzen? Keine Ahnung, ich bin voll gefressen und will nichts mehr hören. What was that? Natürlich, als ob du mehr wissen könntest als wir. Hey Justine, vielleicht sollten wir die Herausforderung annehmen. Den Gedanken hätte ich auch gerade. Wenn wir uns selbst diese Tortur unterwerfen, finden wir vielleicht ein paar Antworten. Hey, du. Okay, es ist auch gut zu sehen, dass sie dich auch sehen. Okay. Wie kann ich dir helfen? Wir nehmen die Big Bang-Herausforderung an. Nun, es gibt eine Altersbeschränkung für die Teilnehmer an der Herausforderung. Wie wäre es stattdessen mit dem Little Bang-Menü? Es gibt sogar ein Spielzeug dazu. Wollt ihr ein kleines, süßes, kleines Raumschiff? Warte mal. Wollt ihr kein süßes, kleines Raumschiff? Ein Raumschiff? Es sind ein Burger, Pommes und Saft für 500 Yen. Kommt sofort. Halt, darum hatten wir nicht. Zu spät. Für heute reicht es. Zugegeben, das kleine Raumschiff ist ganz hübsch. We didn't experience any of the wonders of space, but at least the taste was passable. You seemed much more excited by the toy than the taste anyway. Shut up! I saw you eating around those pickle things or whatever they are, Justine. That wasn't food from this Earth. It was clearly a alien spawn of some sort. What? Is this true? Köstlich fühle ich sie auch nicht, nee. Also, aber trotzdem ist das nicht wahr, kein bisschen. Hey, is it true or not? I ate all of mine, you know. They actually tasted rather good. Calm down, Caroline. We're getting off track. Well, at any rate, we've determined that hamburgers are incapable of conveying the majesty of space. While the toy spaceship helped to soften the blow, there's no denying the truth. Now we will formally acknowledge the completion of your task. Here is your reward. Ich sage euch schon mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich werde euch versuchen, die Folge einmal kurz zu cutten, wenn wir den Tag wechseln. Maragi, Feuerzauber im Flächenbereich, okay. Das ist es mir nicht wert, mit euch abzuhängen. Also, das wäre wahrscheinlich das letzte Mal momentan, außer ich habe mal nichts Besseres zu tun. Okay, Mabufu auch noch, aber trotzdem. Next time, we know about all sorts of locations that would aid your rehabilitation. I'm still taken aback by the truth. Your world is absolutely full of these shop places. For a reasonable fee, nearly every desire can be fulfilled, all as if it were nothing. That does sound interesting. I believe it may merit further research. Anyways, good work, innate.
Your final task for the day is to escort us back to the Velvet Room. Let's move. Ich habe die Zwillinge wie befohlen in den Velvet Room begleitet. Ach, guck mal, dieser Screen gerade ist perfekt. Danke, Spiel. Wirklich, vielen Dank. Gute Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.